Hallo allerseits, herzlich willkommen auf den Joggler-Kanälen mit dem schönen Namen und dem treffenden Namen vor allen Dingen, Stunde der Wahrheit, Hour of the Truth. Und heute sind wir im Rahmen unserer eigentlich gedachten Serie Gender Agenda, Amandalia, Dali, Beatles, Stones und Satan, mittlerweile jetzt tatsächlich in den 70ern angekommen, juhu. Und viele von euch haben heute ein Thema vor sich, wo ich eine ganze Menge Recherche zugemacht habe. Bevor ich da weiter von erzähle, möchte ich aber die Gelegenheit benutzen, mich bei dem Kanalbetreiber und bei meinem Co-Moderator Jörg zu bedanken. Hallo Jörg. Ja, danke Michael für die Einladung. Schön wieder mit dir hier verbunden zu sein über Skype und die nächste 14. Sendung darüber zu machen. Du sagst, ja, wir sind endlich in den 70er Jahren angekommen. Ja, wir sind da, wo wir angefangen haben, weil wir haben mit Amandalia angefangen und das war ja 70er Jahre. Und jetzt haben wir eine ganze Menge aufarbeitet und gehen dann irgendwann auch mal weiter in die von den 70er Jahren gesehene Zukunft. Da freue ich mich schon drauf. Aber wir bleiben jetzt wohl erstmal in den 70ern. Und ich weiß, du hast eine ganze Menge vorbereitet und dir läuft der Mund über von Informationen, die du gerne loswerden möchtest. Und deswegen nehme ich auch gar nicht viel Zeit weiter in Beschlag und freue mich darauf, um zu sehen, was du vorbereitet hast, weil ich habe es mir noch nicht angeschaut. Und dann werden wir mal sehen, wie wir heute den Tag weiterhin bestreiten. Ja, ich hatte mir nämlich vorher gedacht, wie machen wir denn jetzt weiter mit dieser ganzen Geschichte? Es dürfte euch ja schon aufgefallen sein, dass es teilweise mit Transgender nicht mehr so viel zu tun hat. Es hat aber damit zu tun, dass es eben alles Tricks sind, um uns abzulenken. Das heißt, diese Transgender-Agenda ist letzten Endes nur eine auf dem großen Zettel. Und deswegen finde ich das Thema jetzt auch weder so spannend noch so wichtig. Es war halt einfach ein Einstieg dessen, um beispielsweise anhand dieses Künstleres, Amandalia, das mal einzuführen und abzustecken und natürlich auch zu schauen, wie sind denn so die Resonanzen der ersten Videos. Und die waren ja durchweg ziemlich positiv gewesen. Und Amandalia ist halt einfach mal ein schönes Paradebeispiel gewesen, weil sie halt alles oder eher alles verkörpert. Also Transvestit, Transgender, dann Geschlechtsoperation, Künstlerbereich, Drogenmissbrauch, Sängerin, Konferencier, also das ist wirklich alles mit dabei. Ja, also egal was ist, kein Fettnäpfchen wird ausgelassen. Und letztens hat mir noch jemand einen Kommentar geschickt, der war wahrscheinlich dann doch ziemlich, nicht so ganz ernst gemeint und meinte dann so von wegen satirisch, ja, also sie war ein totales Vorbild von wertkonservativer Erziehung. Und dabei darf man dann nicht vergessen, dass wer sich in den 70er Jahren für den Playboy ausgezogen hat, und das hat der Herr oder die Dame Amandalia dann damals gemacht, dann nicht so ganz mit dem wertkonservativen 70ern mithalten konnte, wo schon Nastassja Kinski in Reifezeugnis Ende der 70er Jahre dann schon so einen mittelgroßen Skandal verursacht hat. Aber nur das dazu. Eine Sache noch, bevor wir jetzt losschießen. Ich hatte mir vorher überlegt, machen wir es chronologisch oder machen wir es nach Thema? Wenn ich es nach Thema gemacht hätte, würde ich jetzt hin und her springen, würde ich sagen, wir machen erstmal alle Transgender-Geschichten und dann machen wir nachher chronologisch die Aufarbeitung. Aber ihr werdet sehen im Laufe dieser Sendung, alles hat miteinander zu tun, alles hängt miteinander zusammen. Und aus dem Grunde habe ich mir vorgenommen, ich versuche es einigermaßen chronologisch zu machen. Es ist teilweise echt schwierig. Ich muss das alles nebenbei machen, abends. Und das ist halt so viele Dinge fallen mir dann zu dem einen mal ein und zu dem anderen ein. Also bitte, sorry, es ist keine Buchlesung, es ist nicht ein fertiges Skript, es ist interaktiv. Der Vorteil für euch liegt darin, ihr könnt hingehen und ihr könnt da in der Kommentarsektion reinschreiben, super Sache. Ich hätte gerne noch, oder ich würde mir wünschen, dass ihr mal dieses und jenes macht. Also ich habe noch Feuer für mindestens bis Folge 20, das ist überhaupt kein Problem. Aber es mag ja Dinge geben, die mir nicht einfallen, die dem Jörg nicht einfallen und die uns völlig entfallen sind. Und deswegen kann natürlich jeder mal sagen, ich habe da mal so eine Info. Und wir kommen heute zu einem absoluten Highlight in der Musikszene, wo ich ganz ehrlich gesagt im Augenblick, ich denke mal, ungefähr 4 Stunden für recherchiert habe. Pi mal Daumen, 3 bis 4 Stunden. Und ich komme natürlich aufgrund meiner Vorangehensweise auf andere Ergebnisse als ihr. Seid also bitte nicht enttäuscht, wenn euer Lieblingsthema dieser Gruppe nicht dabei ist. Ich kann nicht hingehen und von einer Supergruppe alle Themen beleuchten. Da brauche ich dann 40 oder wie Tom Frest vielleicht bei seinen Themen 100 Sendungen für. Das funktioniert nicht. Das heißt, ihr habt genug Spielraum, um halt zu sagen, stimmt, da war was und mir fällt auch noch ein Komma. Die haben damals. Ist alles okay. Es ist nicht so, dass wir das hier übersehen, aber wir müssen uns mal irgendwo darauf konzentrieren, weil das Thema der Geschichte ist nicht die ganze Story der Band, sondern das Thema ist, wie Satan in der Musikindustrie durch verschiedenste Agenten, sprich Transgender, Transhumanismus,
Teufelsverehrung, Luziferanbetung und, da Einfluss drauf nimmt, um uns und euch zu beeinflussen. Und auch wenn wir jetzt im Augenblick noch die älteren Kaliber haben mit diesen Themen, es werden auch sicherlich irgendwann die neuen Kaliber kommen, denn ein Anliegen von mir wäre ja das, dass ihr dieses Wissen weitergebt an die nächste Generation und so weiter und so fort und den Stein ins Rollen zu halten. Und der Jörg hat sich gerade eingeschaltet und möchte bestimmt einen Kommentar loswerden. Ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz den Punkt erwähnen, dass alles, was du hier sagst, super interessant ist. Das Problem ist, dass in der 14. Sendung und mit dem langsam, wie ich das hochlade, wird das wahnsinnig lange dauern. Haben wir die 20. Sendung schon dreimal eingetütet, bevor das hier überhaupt veröffentlicht ist. Okay, und stimmt. Ja. Von daher wäre es interessant, dass du natürlich eventuell die Möglichkeit nimmst, dir diesen ersten Teil hier jetzt rauszuschneiden und den als kleines Extra-Video auf deinem Kanal veröffentlichst, dass die Leute das wissen. Und ich veröffentliche ja auch, sobald die Dinger, die Videos fertig sind, alles auf BitChute. Diejenigen, die regelmäßig BitChute schauen, die können da alle bisher abgedrehten 13 Folgen von dieser Gender-Agenda bereits schauen. Das ist alles da auf meinem Kanal Stunde der Wahrheit auf BitChute hochgeladen. Auf YouTube braucht das länger, weil ich so viele andere Dinge auch noch habe damit bei. Und ich bitte darum um Verständnis, dass ihr auch versteht, dass ich mir es nicht leisten kann, 2 oder 3 Videos täglich hochzuladen. Material genug dafür hätte ich. Nicht nur von der Gender-Agenda, sondern mit allen anderen Dingen. Aber das Problem ist, dann schaut das ja kein Mensch mehr, wenn ich 3 Videos pro Tag hochlade. Und von daher wollte ich nur eben kurz sagen, interessant, was du hier angekündigt hast, Michael, aber dann wäre es interessant, diesen ersten Teil dieses Videos hier rauszuschneiden und davon ein kleines Video auf deinem Kanal mal zu veröffentlichen, dass die Leute das wissen. Weil wenn wir diesen Teil veröffentlichen, dann sind wir schon so weit hinter Pink Floyd her, wenn die dann noch Bemerkungen dazu haben, dann kommen wir gar nicht mehr dazu, das noch irgendwie zu berücksichtigen. Das wollte ich nur kurz eben erwähnen. Gut, wird gemacht. So, ich weiß nicht, wie viele Teile es werden mit Pink Floyd. Ich befürchte es, oder was heißt befürchte? Ich schätze mal, es werden wahrscheinlich 3 Teile werden, denn wir haben so vieles, was uns auffällt und natürlich auch einiges, was mein Bruder Jörg dazu wahrscheinlich noch beitragen kann. Denn diese Gruppe, die wir jetzt beleuchten, ist sicherlich überhaupt kein Unbekannter. Und der Titel dieser Lesung ist da oben eingeblendet und es fehlen 2 Wörter, die ich jetzt zusätzlich vorlese. Und zwar muss die heißen, Lesung 14, die Legende von Pink Floyd und Lucifer. Warum denn jetzt und Lucifer? Nun, Pink Floyd ist ja nun mal wirklich jedem ein Begriff, der vielleicht plus über 20 ist oder 25, weiß ich nicht. Pink Floyd hat 300 Millionen Tonträger ungefähr verkauft. Das heißt, ihr werdet kaum jemanden finden hier, der nicht schon mal irgendwann von dieser Gruppe gehört hat. Und es gibt so viele Sachen, die mit dieser Gruppe zu tun haben, die letzten Endes dann auch mit dem Herrn Satan zu tun haben und die wir dann auch in der Bibel finden. Und deswegen ist das jetzt hier mal eine komplette Studie anderer Art. Nämlich so, wie ich die Dinge angegangen bin, wie ich die Dinge sehe und wie der Jörg mich dabei unterstützt. Lasst euch da mal einfach überraschen, lasst euch bitte darauf ein. Und auch wenn die Sachen ein bisschen so far-fetched, sprich weit hergeholt sind, sie sind es nicht. Es gibt da keine Zufälle. Da, wo so viel Geld verdient wird, dass man 300 Millionen Alben verkauft, plus Tourneen, plus Merchandise, plus Werbung und. Wir reden da über 2-stellige Milliardenumsätze, wenn nicht noch mehr. So viel dazu. Das heißt, wir sind jetzt auf dem absoluten, wenn wir das jetzt mal so mit den Göttern sagen wollen, auf dem absoluten Olymp angelangt der Popmusik. Wir hatten in der letzten Woche, beziehungsweise in der letzten Sendung, hatten wir ja mal Bob Dylan gemacht. Und Bob Dylan hat ja nun mal doch einiges Interessantes zu erzählen. Und wir haben ja da gesagt, Bob Dylan hat einen Nobelpreis bekommen für Lyrics, also für seine Songtexte. Und Bob Dylan hat da damals eine sehr seltsame Texte geschrieben. Und wir sind dann letzten Endes, jetzt fangen wir an mit Ende der 60er bei Pink Floyd und gehen dann weiterhin in die 70er. Das ist so diese Phase, wo Pink Floyd eigentlich so den meisten Erfolg gehabt hat. Pink Floyd hat mit Bob Dylan einiges gemeinsam. Komplizierte Texte, Drogenmissbrauch, extrem erfolgreich, extrem populär bis heute. Das heißt, wir haben jetzt quasi so die Popgruppe, die
für die intellektuelle High Society oder die intellektuelle Schicht Popmusik gemacht hat. Und das ist diese Gruppe, wo ich damals weiß, als ich noch auf der höheren Schule gewesen bin, dass, also wenn man ein Album von Pink Floyd gehabt hat, also dann war man schon derjenige, der ein bisschen Ahnung hatte von Musik. Ne? Also das war dann nicht mehr so diese Popmusik. Ja, bitte nicht so weit hochscrollen jetzt, ich vergesse sonst so viel. Danke. Und deswegen, wir fangen jetzt mal an. Wer ist denn bitteschön Pink Floyd? Nun, Pink Floyd letzten Endes ist eine Gruppe damals aus mehreren Mitgliedern und im Ursprung war dieser Syd Barrett mit dabei. Syd Barrett ist bekannt, der ist jetzt nicht auf dem Foto da drauf, Syd Barrett ist bekannt letzten Endes, dass er nur bis 1968 bei Pink Floyd überhaupt aktiv teilgenommen hat, denn der Herr Syd Barrett hat zwar die Musik der ersten Stunde quasi geschrieben für Pink Floyd, die sich auch von der Musik später sehr, sehr unterscheidet, weil da also so ziemliche Klangcollagen gemacht worden sind und also wenig Rhythmik drin ist und mehr dem Text so ein bisschen zugespielt hat. Es hat damit zu tun, dass Syd Barrett einen extremen LSD-Genuss hatte, wobei wir dann schon wieder bei unserem Hassthema sind, Drogen und Musik. Und deswegen hat man Syd Barrett damals nicht weiter mit in die Gruppe lassen können, weil er halt permanent Ausfallerscheinungen hatte. Das heißt, man kann sich vorstellen, der Mann war also überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig, nicht mehr ansprechbar. Ich weiß es nicht, habe nicht recherchiert, sind wahrscheinlich Konzerte ausgefallen. Also alles das, wo man sich eben keinen Namen mitmacht, wenn man es übertreibt. Und der Herr Syd Barrett hat es übertrieben. Der hat also zeitlebens davon quasi gelitten oder daran gelitten. Und da das Mikro gerade knackt, denke ich, Jörg hat da was zu beitragen. Ja, ich finde das interessant, dass du sagst, dass er halt nur in der Anfangsphase dieser Gruppe mit bei war, aber da sehr wichtige Dinge zu beigetragen hat, die diese Gruppe lanciert hat, also den Start gegeben hat. Weil das erinnert mich, und ich komme jetzt ums Verrecken nicht auf den Namen, an den Mitbegründer der Gruppe Depeche Mode. Ja, der, Vince Clarke meinst du. Vince Clarke, genau. Der nämlich auch sehr kurz nach dem Depeche Mode in den absoluten Pop-Himmel gestiegen ist, da rausgegangen ist. Das war kurz nach I Can't Get Enough oder so ein großer Hit, den sie hatten. Mhm. Und der dann damals mit Alison Moyet die Gruppe gegründet hat. Sag mal, Yasu. Wie hieß das? Yasu, genau. Ja. Und dann später mit dem Sodomiten Andy Bell, Erasure, wo ich damals noch zwei Konzerte in Hamburg von verfolgt habe. Einmal auf der Reeperbahn. In einer größeren Kneipe und einmal dann später im Stadtpark war ich noch auf dem Konzert von Erasure. Ich fand die Musik ganz, ganz toll. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum die Texte im Grunde gingen, ja, genau wie die Lieder vom Bronski Beat und sowas. Da habe ich gesungen, da habe ich in der Disco zu, was ich meinte, was Abtanzen ist, gemacht, ohne mal drüber nachzudenken, was diese Texte überhaupt bedeuten. Aber weil du jetzt gerade sagst, dass der Syd Barrett am Anfang der Gruppe, nachdem er mehr oder weniger den Startschuss gegeben hat, rausgegangen ist, musste ich an Vince Clarke denken aus Depeche Mode, was ja dann eine ähnliche Geschichte irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu beitragen kannst, dass du da ein tieferes Wissen drüber hast, das mir entgeht, weil Depeche Mode, da war ich jahrelang, zwischen Anführungszeichen, Fan von. Also wir hatten Anfang der 80er Jahre speziell, sagen wir mal seit Ende der 70er Jahre, hatten wir einfach eine Hochzeit der Synthie-Pop-Musik in den Vereinigten Königreich, also in UK. Das hat so ziemlich angefangen mit Gary Newman. Gary Newman, Our Friends genau. Electric, ja? Gary Newman, der für mich auch ein Satanist ist. Ja, ja, den habe ich noch live gesehen in der Wembley Hall 1978 in England. Und da war ich beim Konzert auch von Shame 69. Ich weiß nicht, ob du die Gruppe kennst. Das ist eine Punk-Gruppe. Da war ich 13,5 und war in England kurz in Urlaub und da sind Skinheads reingekommen und haben die ganze Halle auseinandergenommen, als ich da im Konzert war. Also ich sag mal so, es gibt ja keine Zufälle in der Industrie, weil das ist ja alles geplant. Das heißt, nachdem man diesen Disco-Hype gehabt hat mit ganz vielen Streichergeschichten, also wenn man jetzt so an Silver Convention, Fly Robbie Fly denkt oder jetzt hier Chic Le Freak, Good Times und so weiter. Good Times übrigens auch so eine Geschichte, wo eine ganz, ganz, ganz extrem negative Sache bei ist. Aber da habe ich jetzt keine Zeit für das alles zu recherchieren oder alles mal so zu erzählen. Es ist so, man hat immer für die Jugend in gewissen Abständen kreiert man quasi einen Hype. Ja, dann haben wir Mitte der 70er haben wir Disco gehabt, danach haben wir halt Punk gehabt. Also das Schlimmste, in Anführungsstrichen, damals, was man in England Ende der 70er machen konnte, war Fan von den Sex Pistols zu sein.
Die haben ja sogar gegen die königliche Familie geschossen, sozusagen, zumindest verbal, ja, Anarchy in the UK und so weiter. Deswegen waren die ja absolut verruft. Und dann kam als nächster Step sozusagen, so zwischen, ich sag mal, zwischen 79 und 84, 85 vielleicht, kam dann also die ganze Sinti-Geschichte auf, die eigentlich dazu geführt hat, dass man diese ganzen Synthesizer dem großen Publikum vorgeführt hat. Man hat ja diese künstliche Musik sozusagen mit Synthesizer, hat man damals erstmal so als Instrumentalmusik gepflegt. Da gab es ja dann so Tangerine Dream in Deutschland zum Beispiel, Ashra Tempel. Es gab ganz viel Jean-Michel Jarre, der ja damit sehr erfolgreich war. Kraftwerk? Ja, Kraftwerk ist noch eine Sondergeschichte, genau. Kraftwerk hat sogar die eigenen Instrumente gebaut. Kraftwerk kommt in dieser Lesung auch noch vor. Und es ist so, dass diese Musik eigentlich erstmal so für Filmmusik gedacht war und für die Untermalung. Man hatte ja damals, als Pink Floyd angefangen hat, gerade mal so eine Hammond-Orgel. Ja, die hört man ja auf den ersten Alben von Pink Floyd und den anderen Gruppen ja unendlich oft. Und diese Geschichte mit dieser Unterstützung von Keyboard hat man festgestellt, da kann man ganze Klangteppiche mal aufbauen. Und da kann man letzten Endes die Leute speziell in den Drogen, in der Drogenszene, kann man die also richtig komplett high machen. Und wenn wir uns das mal überlegen, illustrieren, ja, was heißt denn, wenn jemand high ist? Ja, Jesaja 14, 12. Erhöht sich, er ist high, ja, so. Und high sein, also ganz hoch sein, erhöht sein. So, und nachdem halt einfach diese Geschichte von den internationalen Außenerscheinungen sozusagen der Instrumentalmusik dann in die Popmusik Einzug gehalten hat, indem man dann schon angefangen hat, künstliche Streichersequenzen einzubauen, dann ist es halt dann weitergegangen, dass man gesagt hat, okay, wir benutzen den ausschließlich als Musikinstrument. Denn künstliche Streicher in der Einheit, Entschuldigung, da muss ich dich unterbrechen, da muss ich ganz dringend an KISS denken. Die haben doch dieses Disco-Album rausgebracht, Dynasty, und diesen Welthit I Was Made for Loving You. Mhm. Da sind ja auch auf einmal ganz andere Instrumente bei KISS damit bei, die ja eigentlich eine reine Hardrock-Gitarrenband war ihr Leben lang bis dahin. Genau, da sind also auch Keyboards mit bei und Streicherinstrumente oder zumindest nachgemachte durch Keyboards. Nachgemachte, ja? Genau. Hm. Nachgemachte. Ja, ja, das ist dann so eine Hommage an diese Disco-Szene, weil das kam ja zu der Zeit raus, wo es noch diese ganz große Disco-Szene in den Vereinigten Staaten gab. Wir erinnern uns, in der letzten Sendung habe ich mal gesagt, dieses Silver Spoon von dem Bob Dylan hat ja eine Reminiszenz an Drogenmissbrauch. Man sagt ja normalerweise im Deutschen, oh, der oder die ist mit einem silbernen Löffel geboren, was heißt quasi, ja, der hat schon eine tolle Start ins Leben gehabt, der ist betucht von zu Hause. Silberner Löffel kommt da quasi von Silberbesteck. Also die Familien, die früher mal ein bisschen betuchter gewesen sind, die hatten dann nicht ein normales Besteck, sondern die hatten dann alles aus Silbern. Und deswegen, also denke ich, kommt es daher nach dem Motto, mit einem silbernen Löffel geboren sein. Das heißt, der Mensch hat also von Kindesbeinen an schon den Alete oder Hip oder wen auch immer Brei mit einem silbernen Löffel gegessen. Aber dieser silberne Löffel hat eben eine Reminiszenz silbern an Satan, ja, weil das halt einer seiner Hauptfarben ist. Und zum Zweiten ist es so, dass Silbern halt für die materiellen Dinge in dieser Welt steht. Und es ist so, dass eben dieser Silverspoon diese Anmerkung hat in den entsprechenden Kreisen, dass man darauf halt einfach seine Drogen quasi zubereitet, spritzt, vermischt und dann halt einnimmt. Und deswegen ist dieser Silverspoon im negativen Sinne gemeint, eine Vorrichtung sozusagen, mit der man dann halt seine Drogen inhaliert, beziehungsweise dann, dann halt einnimmt. Und da war auch in dem Studio 54, in dieser Diskothek, war richtig, das doch auch deswegen so. Da habe ich das gezeichnet. Ich habe auch ein Special davon gemacht, was ungefähr 3 Minuten dauert, was demnächst auf meinem Kanal hochgeladen wird oder dann schon hochgeladen wird, wenn wir die Sendung machen. Da habe ich auch ein Special drüber gemacht. Es ist so, dass natürlich dann auch, wenn man diese Reminiszenz mit dem Silbern anguckt, Silbern ist ein teures Edelmetall, silbernes Besteck haben nur die reichen Leute zu Hause. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn ich meine Drogen mit einem silbernen Löffel zuführe, das sind dann genau die Leute und die Kinder und die Jugendlichen, die eben von zu Hause betuchter sind. Jemand, der Hartz IV hat oder arbeitslos hat, der hat kein Geld für LSD oder Kokain. Ja, das ist immer der Umkehrschluss, der Leute denken, ja, Drogen, das war für Asoziale. Es ist genau umgekehrt so. Ja, es ist genau die Leute, die halt alles schon haben und irgendwann gelangweilt sind und irgendetwas ausprobieren, die eben genau in solche Kreise gerne abrutschen. Ja, das ist eben der völlige Umkehrschluss. Das Zeugs kostet verdöllt nochmal Geld. Ja, okay. So, deswegen hat man einfach in den 80er Jahren dann diese Synthesizer-Geschichten gehabt. Wie gesagt, es gab ja dann 77 gab es einen Welthit von der Gruppe Space, die aus Frankreich kamen, Didier. Ich komme auf den Nachnamen jetzt nicht. Magic Fly war auch ganz großer Hit gewesen, habe ich selber gehabt als Single. Und dann wurde das immer mehr in die Disco-Szene inkorporiert, diese ganzen Streicher. Und nachher ist man hingegangen mit Depeche Mode, beispielsweise war eine der ersten Gruppen, die damals ausschließlich Synthesizer genommen haben und Drumbeat-Computer, die dann auch auf den Markt kamen,
speziell der Firma Roland, wo also auch dann ganz bekannte Stücke gemacht worden sind, wie beispielsweise Blue Monday von New Order. Ist also komplett ohne Drums entstanden, alles nur mit einem Drumpad, also mit Drumcomputer. Oder die Gruppe Saga zum Beispiel hatte damals auch sich ein komplettes, für die Tour 81 oder 82, ein komplettes Schlagzeug in einem Metallkoffer gebaut. Das heißt Saga, A Briefcase, ein wahnsinnig fantastisches Stück, sollte man sich mal angeguckt haben. So, aber wir sind jetzt die ganze Zeit über die englische Musikszene am Reden. Ich wollte nur sagen, das ist da eine Zeit gewesen, wo es total populär gewesen ist. Höhepunkt der Geschichte meiner Meinung nach war Miami Vice. Bei Miami Vice ein gelernter Musiker, nämlich der Jan Hammer, der vorher Mitglied verschiedener Orchester gewesen ist, da sein eigenes Ding gemacht und hat ausschließlich auf Synthesizer gearbeitet, hat also auch die ganzen Gitarren, die man da kennt, diese jaulende Leadgitarre beim Miami Vice Theme, ist also eben alles auf dem Synthesizer entstanden, soweit mir bekannt. Und deswegen ist die Künstlichkeit in der Musik mit dem Synthesizer auf dem Vormarsch gewesen und deswegen sind also auch die ganzen Gruppen, die diese Hammond, mit einer Hammond-Orgel angefangen haben, dann auch eben in dieser Drogenszene dann so berühmt gewesen, weil man damit ganz lang andauernde, quasi sphärische Klänge erzeugen konnte, die mit keinem anderen Musikinstrument möglich waren. Wenn Mike du eine Oldfield? Mike Oldfield. Sphärische Klänge, da muss ich an Mike Oldfield denken, mit seinen Tubular Bells und sowas. Ne? Ja, Grateful Dead, dann haben wir, jetzt hier diese ganzen Instrumentallisten da, dann haben wir teilweise in Deutschland auch Krautrock-Gruppen, die es gemacht haben. La Düsseldorf hier beispielsweise in der Ecke, es ist auch so eine ganz bekannte Insider-Gruppe, solche ganzen Sachen und auch im großen Stil natürlich dann Mike Oldfield und andere. Und das Thema ist halt, du kannst mit diesem Musikinstrument Töne erzeugen, die halt fast echt klingen, die du aber mit einem normalen Instrument nicht machen kannst. Wenn du eine Saite zupft an der Gitarre oder slaps wie ein Bass wie Mark Hill von Level 42. Level 42 übrigens geht auf das Buch Per Anhalter durch die Galaxis, Hitchhiker's Guide to the von Douglas Adams zurück, wo dann der Supercomputer auf die Frage aller Fragen antwortet, 42. Davon kommt Level 42. Und der Bassist und Sänger von Level 42, Mark King, glaube ich, heißt er, so ein kleiner, etwas korpulenterer oder sehr freundlich schauender Mann, der hat beispielsweise nur immer die Saiten angehauen mit dem Daumen, der hat kein Plektrum benutzt, wie ein normaler Gitarrist das macht. So, aber irgendwann verstummt die Gitarre eben wieder. Und das kannst du beim Synthesizer eben umgekehrt machen. Das heißt, du kannst den Synthesizer programmieren und sagst, okay, du hältst einfach diesen Ton. So, und das kannst du eben mit einem anderen Instrument nicht machen. Haust du auf die Bassdrum drauf, machst einmal irre laut Bong, und danach ist nichts mehr. So, und bei der Gitarre kannst du es halt noch ein bisschen, mit dem Flanger da kannst du es noch ein bisschen verzögern. Da kommen wir dann auch später zu bei Pink Floyd. Aber Künstlichkeit erzeugen, dass man quasi wie so Himmelsklänge hört, das kannst du eben nur mit einem Synthesizer. Und da kommt jetzt ein ganz, ganz gemeines Instrument. Nämlich dieses Instrument, das wir beispielsweise kennen von Blue Monday, New Order, wo am Anfang eine ganz hohe künstliche Männerstimme dann so singt. Das kannst du unendlich lange halten. Und dieses Instrument, weißt du, wie das heißt? Nee. Prophet. Prophet. So heißt dieses, so heißt zumindest dieser Ton, den du da anschwingst. Ne? So. Okay. Also, wie gesagt, so viel zur Geschichte. Es ist alles gesteuert in der Musikindustrie. Und zu dem Zeitpunkt der Drogen waren natürlich genau diese Flower Power Gruppen total beliebt. Dass man halt einfach sagte: Boah, geil, eine Hammond-Orgel hat der. Und da kann er da drauf wie ein Zauberer, wie ein Hexenmeister. Die Beatles haben ja dann, oder jetzt hier, nehmen wir ein Beispiel, beispielsweise jetzt Light My Fire. Ja, kennt ja jeder, ne? Oder solche ganzen Sachen. Das ist halt alles so, die Anfänge, wo man einfach sagte, ja, das ist quasi wie ein elektrisches Klavier. Und das hat sich dann später so geformt, dass man jeden beliebigen Ton machen konnte, konnte den einprogrammieren, konnte den auf eine Diskette ziehen, auf die großen 5,25 Zoll Disketten und konnte dann abspeichern und konnte seine ersten Sachen machen. Die erste Gruppe, die es gemacht hat, dieser Computer, den man damals erfunden hat oder gebaut hat, hieß Fairlight, also so wie Treulicht. Aha. Fairlight, CMI. Ja, Computer Media Interface, denke ich mir, heißt das. Und da gab es eine Uraufführung, glaube ich, in irgendeiner deutschen Fernsehshow, vielleicht war es Wetten, dass oder sowas. Ich komme auf den Namen nicht mehr, Bogenschrader und sowas. Kein Mensch kennt diese Musiker mehr. Peter Gabriel war mit einer der ersten, die das gemacht hat, die das benutzt haben. Das heißt, die Leute, die richtig Geld hatten, die haben das Ding gehabt. Trevor Horn, einer der bekanntesten Producer überhaupt weltweit in den 80ern, unzählige Nummer 1 Hit gemacht, hat das für Art of Noise beispielsweise gemacht. Ne? Peter Gunn, Art of Noise, Close to the Edge,
Moments in Love, alles so bekannte Stücke, hat er das gemacht, ist alles nur einprogrammiert. Yes, Owner of a Lonely Heart, Dance Mix, Propaganda, da habe ich auch Mix auf meinem Kanal selber gemacht. Das ist alles CMI, das ist alles, du spielst einmal einen Ton ein und dann, wie du diesen Ton eingespielt hast, wenn du beispielsweise sagen würdest, Stunde der Wahrheit, ja, dann kannst du jetzt den einprogrammieren, dann kannst du die Sequenz abrufen, dann kannst du dann auf der Klaviatur sagen, Stunde der Wahrheit, Stunde der Wahrheit, Stunde der Wahrheit, Stunde der Wahrheit. Ja, dann kannst du da ein ganzes Lied mitmachen, nur mit einer Stimme oder mit einem Wasserhahn. Oder mit einem Rülpser, egal was du dir vorstellen kannst. Und das hat einfach den Leuten eine total andere Möglichkeit gegeben, des sogenannten künstlerischen, der künstlerischen Möglichkeiten. Und deswegen ist Synthesizer damals, hat dann ganz viele Instrumente verdrängt. Und da eben keiner sich leisten kann, mit einem großen Orchester aufzutreten, so er nicht Michael Jackson oder Metallica heißt, haben dann die Leute halt den Synthesizer benutzt, um alles Mögliche, alle möglichen Tonkurven dann halt da nachzuzeichnen. Und deswegen war halt zum Zeitpunkt, wo die Synthesizer auf den Markt kamen, so Anfang der 80er, bekanntestes Beispiel ist dieser berühmte Yamaha DX7, den ja auch Depeche Mode oft benutzt haben. Da halt einfach so ein Paradebeispiel, wo man halt relativ günstig für, glaube ich, 2.500 D-Mark oder so damals schon so ein Ding erstehen konnte. Und deswegen haben das die ganzen Leute damals toll gefunden, sich so eine Kiste leisten zu können, was in den 70ern nur den riesengroßen Gruppen vorbehalten war. Also das ging ganz schnell, die Entwicklung. Und man sieht es in der Musik von Pink Floyd ja auch, dass am Anfang das relativ ziemlich verhackte Stücke gewesen sind, wo man hier ein Teil und wo man hier ein Teil, wenn man sich anguckt bei Echoes, da gibt es glaube ich 5 oder 6 Parts von, das ist nichts Fließendes, da ist kein Beat drin und so, das sind halt alles so Experimentierstücke in der High-Phase. Und wenn man weiß, dass Syd Barrett ein absolutes Drogenopfer ist, dann kann man sich ja vorstellen, in welchem Zustand der Mensch gewesen ist, als er diese Stücke da geschrieben hat. Ne? Und deswegen ist es halt einfach ein Instrument, was wiederum zu den Drogen gehört, weil Synthesizer heißt letzten Endes, es ist kein natürliches Instrument, es kommt nicht in der Natur vor, es ist auf Computerbasis künstlich generiert und imitiert sozusagen die Natur. Und das ist eben keine Bassdrum, die ich mir im afrikanischen Dschungel bauen könnte. Das ist eben keine Gitarre, die ich mir irgendwo schnitzen könnte und bespannen könnte. Das ist eben ein Teil, dafür brauche ich Computertechnik und dafür brauche ich einen Mikrochip für. Und da muss ich das Ding auch vorher programmieren. Ja, sonst funktioniert nämlich da überhaupt nichts. Ich denke, das reicht jetzt mal. Sonst kommen wir nie, wären wir nie fertig. Entschuldigung für meine Zwischenfrage. Nee, alles gut, alles gut. Aber hey, wie gesagt, du musst auch wissen, Michael, ich kenne von der Musik, was du hier gerade erwähnt hast, 90% nicht. Ich kenne 2 Lieder von Pink Floyd. The Wall und Money, Money, Money heißt das, glaube ich. Und nee, das Money, letzte. Money ist von ABBA und Money selber. Nein. Ich meine das von Pink Floyd mit diesen Münzen, die da so runterfallen. Das ist von Pink Floyd, das Lied. Genau. Fürchterlich. Absolute Anti-Musik in meinem Verständnis. Das sind die einzigen 2 Lieder, die ich von der Gruppe kenne. Und 90% der Dinge, die du gerade eben erwähnt hast, habe ich mein ganzes Leben noch nie von gehört. Mhm. Von daher, ich stelle eine ziemlich unbedarfte Frage. Nur, weil du eben von diesem Syd Barrett erzählt hast, der die Gruppe mehr oder weniger den Startschuss gegeben hat und dann da weggegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Das hat mich eben an Vince Clark von Depeche Mode erinnert und deswegen wollte ich da nur mal kurz hin. Dass wir so auf diese Art und Weise für Pink Floyd alleine 10 Sendungen brauchen, ist mir auch klar. Auf der anderen Seite ist es so, ich fühle mich hier inzwischen mehr als Zuschauer als Beiträger. Das ändern wir gleich. Ja, ich finde das ja auch schön. Ich schätze dein Hintergrundwissen sehr, was du hier alles an den Mann bringst. Und ich denke, dass die Leute, die diese Videos schauen, sehr viel lernen von dem, was du hier sagst. Aber ich lerne eben auch sehr viel mit bei, weil das meiste der Musik, von der du sprichst, mir total unbekannt ist. Und wie gesagt, mir ging es nur um diese Verwandtschaft der Situation. Pink Floyd, Ende der 60er Jahre, Syd Barrett, der den Startschuss gibt und da rausgeht, und Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, Vince Clark, Depeche Mode, dasselbe. Mhm. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, steht in der Bibel, um auch mal eben Gottes Wort hierbei zu vermelden. Ja, das ist das Wichtige. Ja, das Wichtige ist halt einfach, dass wir sehen, es ist letzten Endes, es passiert nicht aus Zufall, weder die Neue Deutsche Welle noch irgendetwas. Das heißt, jemand sagt, oh, ich habe eine coole Idee und dann wird das sofort kommerzialisiert. Ja, das ist das Ding. Das heißt, alles ist letzten Endes durch Geld bestimmt und in der Bibel steht schon drin, 1. Timotheer 6,10, glaube ich, ist das, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Kannst du ja mal eben nachgucken oder gleich. Ob das die Stelle ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall stimmt dein Zitat. Ja.
Genau. So, und deswegen wird sofort kommerzialisiert und danach ist eben nichts mehr mit künstlerischer Freiheit, sondern da geht es halt letzten Endes nur darum, viel Kohle zu machen. Dann springt jeder auf den Zug auf und so hat man den Zyklus, dass es dann ganz schnell nach oben geht, dann hält sich der Peak sozusagen, wenn man so einen Produktzyklus sich anguckt und dann geht das wieder langsam nach unten, wenn die Leute halt irgendwann übersättigt sind und sagen, ich kann keine deutschen Texte mehr hören. Ja? Weil das Thema ist halt jetzt die Musikindustrie und in den 60ern, wo Pink Floyd angefangen hat, 65, da haben die Beatles, wir erinnern uns ja noch, 67 angefangen mit diesen Sgt. Peppers. Das heißt, die Aufnahmen davon sind wahrscheinlich schon 66 gelaufen, die Ecke rum. Das heißt, die haben damals schon angefangen mit LSD. Und da kommen wir genau in dieselbe Zeitleiste rein wie bei Pink Floyd. Mit dem Unterschied, dass Pink Floyd halt um einiges länger existiert haben. Nämlich offiziell bis 2014. Da ist ja auch damals der Keyboarder verstorben. Aber gut. Also, nochmal zurück bei Pink Floyd. Pink Floyd selber ist ja abgeleitet von den beiden Lieblings-Blues-Musikern, wenn man dem Glauben schenken soll, Pink Anderson und Floyd Council. So, ich kenne mich jetzt mit Blues nicht aus, ich habe es noch nicht recherchiert, weil es interessiert mich nicht, weil Pink Floyd selber als Bandname gibt jetzt insofern nicht so viel her, abgesehen davon, wenn man dran denkt, dass der total verrückte, langhaarige Gitarrist von den Muppets auch Floyd heißt, wenn ich richtig im Kopf habe. Und die Farbe Pink steht eben für, ja, steht eben in gewissen Kreisen dann halt auch für die, naja, drücken wir es mal so aus, für die junge Liebe. Ja, das ist ein Begriff, der fängt mit P und Ä an. Okay, gut, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, wir haben also letzten Endes jetzt hier eine ganz kurze Phase dieser Pink Floyd-Gruppe. Und wenn wir uns diese Männer da mal angucken, dann sehen wir ja, diese Männer tragen alle keine besonders männliche Figur. Frisur. Das hatte man damals so, wenn man damals gesagt hat, das hat jetzt nichts mit Transgender zu tun, dass die Leute damals lange Haare hatten. Das war halt einfach cool, das war halt ein Zeichen von Musiker, von Freiheit und so weiter. Und wenn ihr euch mal anguckt, es gibt ja auch viele Helden-Epos, Plural von Epos? Epos? Epossen? Nee, kann ich sagen. Epen. Epen. Aber also ich meine, das mit den langen Haaren ist vor allen Dingen ein Zeichen der Rebellion. Ja, eben. Das meine ich ja. Man lässt die Haare länger wachsen, um den Eltern zu zeigen, ey, you, kannst mich mal. Ne? Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ne? Ich habe eben nicht mehr den Kommunionsschnitt und den Schulschnitt, den man halt dann so haben muss, oder auch den Militärschnitt, einmal oben Topf drauf und rundherum zap, zap ab, sondern man zeigt also damit, man ist jung, man ist frei, man ist wild. Ne? Also quasi wie so ein Löwenmähne und so. Und da kann man dann so, genau wie die Frau dann auch sagen, ah, guck mal hier, ich mache auf mich aufmerksam. Ne? So Headbanging als mit Glatze ist schwieriger. Definitiv. Ich stelle mir das gerade so vor. Headbang mit Glatze und dazu Pogo tanzen, ja, mit Springerstiefeln. Okay. Ja. Ja, ich möchte ja keine Randgruppen hier verunglimpfen. Ich habe auch Springerstiefel getragen früher. Bin ich eine Randgruppe? Ich musste die tragen, weil ich auch bei der Bundeswehr war. Also ich auch. Ja. Hätten wir uns fast getroffen, ne? Gut. Also. Pass auf, mit dieser Pink Floyd, das war es im Endeffekt jetzt schon. Ihr dürft euch jetzt nur eins verallgemeinern und eins bitte einimpfen. Diese Jungs haben schweinemäßig viel Geld verdient. Es ist auch nichts Schlimmes, wenn man schweinemäßig viel Geld verdient. Schlimm ist es dann, wenn man nichts abgibt. Denn es ist nichts Schlimmeres, als reich zu sterben. Denn dann hat es nämlich letzten Endes zu dem gebracht, dass man andere für andere nichts getan hat und für sich selber irgendwo alles. Also alles für mich ist dann nicht das christliche Motto. So, Lesung Pink Floyd. Jetzt haben wir immerhin schon die erste Seite fast durch von 42. Auf dem unteren Bild sehen wir dann, wie Pink Floyd quasi da mal so während der 90er müsste das ungefähr sein, von der Lichtshow heraus mit diesen ganzen Scheinwerfern und Scannern, die da hängen. Scanner sehe ich jetzt nicht so viele. Also sagen wir mal 80ern, irgendwo da gearbeitet hat. Man sieht rechts diese Lehrerpuppe von dem Lied »Ein anderer Stein in der Wand«. Another Brick in the Wall, was damals zu meiner Schulzeit ein totaler Kracher gewesen ist. Und man sieht da im Hintergrund so einen total lustigen Kreis, aber auch nur einen und nicht zwei. Und man könnte ja schon darauf spekulieren, dass das Absicht ist, dass da so ein Kreis hängt. Man könnte auch darauf spekulieren, dass sie die Farbe Rot ganz toll finden. Aber es ist eine Momentaufnahme, deswegen möchte ich das Bild nicht überinterpretieren. Interessant finde ich die Figur des Lehrers, der da hängt, quasi wie an Strippen gezogen. Und es könnte ein Hinweis sein, uns mitzuteilen, guck mal hier, ne, das sind auch alles nur ferngesteuerte Marionetten und die möchten euch irgendetwas indoktrinieren. Aber ich will jetzt einfach nur mal mit sagen, Pink Floyd war in jeder Zeit, zu jeder Ära sehr erfolgreich. In den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000 und, glaube ich, das letzte Album,
The Endless River, der endlose Fluss, ist, glaube ich, 2014 rausgekommen. Also wir reden da über fast 50 Jahre. Ja? 50 Jahre! Also wir haben hier mit einer absoluten Größe zu tun. Und das macht jetzt Spaß, uns da mal ein paar Sachen anzugucken. Wenn wir jetzt auf der nächsten Seite rüber scrollen, dann habe ich da geschrieben, dieser Syd Barrett, der heißt nämlich gar nicht Syd, sondern der heißt Roger Keith Barrett, da ist es ja schon gute Kinderstube, dass man immer einen Spitznamen hat. Warum der jetzt Syd heißt, das könnt ihr gerne recherchieren. Ich habe, wie gesagt, schon so viel Zeit mit diesen ganzen Sachen da verbracht und es sind nicht die lustigsten Themen, die ich mir da rausgesucht habe. Er war halt ein Sänger und Songbegleiter und der hat also aufgrund beginnender psychischer Probleme die Band verlassen. Und deswegen ist die Frage, was ist denn da psychisch ein Problem gewesen, ist mir nicht so bekannt, ist alles Hearsay, alles Hörensagen. Für uns ist nur klar, der Mann hat eigentlich Drogenprobleme, ja, psychische Probleme, Drogenprobleme. Er ist ja schließlich, steht da unten drunter, fantasievolle Kombination oder Komposition, Pionier des Psychedelic Rock und Psychedelic sind immer psychedelische Drogen. Also von daher müssen wir ja nicht die, können wir recht die Kuh benennen und müssen halt letzten Endes da jetzt nicht um die ganzen Geschichten rumrennen. Das erste Album von Pink Floyd, als sie sich denn dann gefunden haben, damals noch mit Syd Barrett, hieß dann auch noch Der Flötenspieler an den Toren zur Dämmerung. Ja? Reminiszenz an die letzte vorletzte Sendung, ne? So, und deswegen ist das das Debütalbum, ist immerhin Platz Nummer 6 gewesen. Und dazu habe ich doch jetzt einen Vers. Und dieser Vers kommt jetzt wahrscheinlich in jeder unserer Sendungen. Aus dem Grunde nicht, um euch auf den Senkel zu gehen, sondern um euch letzten Endes auch den Leuten, die quer eingestiegen sind und vielleicht nur Fans von Pink Floyd sind und überhaupt nicht wissen, worum wir über unsere Kanäle handeln, denen mal das klarzumachen. Wir wissen ja nicht, wer ist zum ersten Mal hier oder wer hört jetzt inzwischen schon diesen Lesungen zum 14. Mal zu. Und deswegen möchte ich halt einfach, dass der Jörg, würde ich darum bitten, dass er diesen Vers mal euch vorsingt, denn ich muss gerade etwas trinken. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Ja, vielen Dank. Es gibt da noch einen zweiten Vers, den habe ich jetzt da nicht reinkopiert, weil ich, wie gesagt, schon so viel am Kopieren und am Schreiben war. Der zweite Vers käme jetzt von Jesaja, Kapitel 14, Absatz 12. Das ist ein Lied, wo auch von Luzifer, von dem ehemaligen Engel Luzifer gesprochen wird, der dann als Satan auf die Erde gefallen ist. Und da haben wir eben diese Geschichte, dass wir daraus wissen, dass eben da ein Rauswurf aus dem Himmel erfolgt ist. Und wenn ihr euch die Lesung 4 und 5 mal anschaut, wo wir auf die satanischen Symbole eingegangen sind, da haben wir gesagt, das satanische Pentagramm selber ist immer der Lauf der Venus um die Erde. Die beschreibt so eine kreisförmige Bahn. Und die Venus als Morgenstern ist das. Und diese Übersetzung von The Piper at the Gates of Dawn heißt der Pfeifer oder der Flötenspieler vor den Toren der Morgendämmerung. Das heißt, da haben wir schon wieder diese Geschichte, dass es da eigentlich so die zwei Hauptverse der Bibel, zumindest aus dem Alten Testament, wo es über den Fall von Luzifer aus dem Himmel auf die Erde als Satan dann gekennzeichnet, gebrandmarkt und benannt. Und das ist jetzt für euch in der Pink Floyd-Lesung vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass wir jetzt einen Bibelvers zitieren. Ich kann ja schon mal vorausschicken, wir sind halt hier bibeltreue Kanäle. Und da wir die Bibel für wahr erachten und meine über 50 Jahre Erfahrung in diesem Leben bezeugen das nun halt vehement, dass die Bibel nur tatsächlich das Wort Gottes ist und darüber hinaus so viel Weisheit wie kein anderes Buch auf dieser Welt
hat, dann tatsächlich uns für uns die Referenz ist. Und wenn für euch das ungewohnt ist, macht das überhaupt nichts. Es heißt nur letzten Endes oder es bedeutet das, dass ihr so aufnahmefähig seid, dass ihr vielleicht mal diese Gedankengänge versucht nachzuvollziehen und dann könnt ihr euch am Schluss dieser Lesungen immer noch ein Bild machen. Aber wenn ihr das von vornherein abblockt und sagt, alles Mumpitz, dann entgeht euch eventuell sehr wertvolles Wissen, was ihr dann auch für andere Dinge in eurem Leben dann benutzen könnt. Und das wäre mir halt ein Anliegen, dass man hier nicht nur über Pink Floyd redet, sondern grundsätzliche Dinge mal aufzeigt. So, halten wir fest. Der erste Titel des allerersten Albums dieser Band, ja, heißt schon Der Flötenspieler an den Toren zur Morgendämmerung. Okay, da muss man schon eine ganze Menge Drogen für genommen haben, um auf so einen Titel zu kommen. Wir sehen aber hier aus der Schlachterbibel im Kapitel Hesekiel 28, 13, also Kapitel 28, Vers 13, dass da Diamant und Flöten benannt werden. Und über den Diamanten haben wir es schon gehabt und werden es auch noch haben. Und die beiden Hauptmusikinstrumente, die wir auch in Lesung 13 und 14 behandelt haben, sind Tamburine und Flöten. Die 12 und 13, Bruder. Wir sind in Sendung 14. Stimmt. Okay, nochmal zurückspulen. Also 12 und 13 benutzt haben, sind halt Tamburinen und Flöten. Und jetzt sind wir schon wieder bei den Pipes und damit sind wir dann auch bei den Flötentönen. So, und wir sehen dann in Vers 16, da steht drauf, durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden. Gut, die vielen Handelsgeschäfte. Da kommen wir hier in Offenbarung drauf, ne? Ja, die vielen Handelsgeschäfte selber sagen ja auch, ich habe ganz viel gehandelt und der Sinn eines Handelsgeschäfts ist ja nun mal halt das, etwas gewinnbringend zu verkaufen, also etwas mit Gewinn zu veräußern. Ansonsten ist es ja verschwendete Zeit. Also, wenn ich Handelsgeschäfte mache, ein Händler bin, dann verkaufe ich etwas, was ich geringer eingekauft habe, zu einem etwas höheren Preis und die Differenz dazwischen, zwischen Verkauf und Einkauf, ist ja dann halt mein Gewinn. Wenn ich also viele Handelsgeschäfte gemacht habe, habe ich viel Gewinn, zu Deutsch, ich bin ein reicher Mensch. So, und das wird halt jetzt eben gesagt, dass Satan damals, als er noch Luzifer im Himmel hieß, viele Handelsgeschäfte getätigt hat und halt dadurch sich überhoben hat. Und das ist die, und wenn wir uns an das Vaterunser, was vielleicht der eine oder andere von euch kennt, ich wäre da sehr froh drüber, da heißt es wie im Himmel so auf Erden. Ja, das heißt, das, was er damals im Himmel gemacht hat, die vielen Handelsgeschäfte, setzt sich jetzt fort und wird auch in Offenbarung, Kapitel 18, dann auch weiter nochmal bestärkt. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Teil ab Vers 21. Ich möchte das mal eben vorlesen. Dass wir das mal in dem Zusammenhang sehen mit Ezekiel 28, 13 bis 16, was ich hier gerade vorgelesen habe. So steht in Offenbarung Kapitel 18, Vers 21 fortfolgende geschrieben, Zitat, und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und all derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Kaufleute und Flötenspieler und Harfenspieler haben wir hier. Das finde ich eine ganz wichtige Verbindung zu dem, was wir hier bereits gelesen haben und auch was über was wir sonst gesprochen haben. Ansonsten habe ich hier noch Jesaja aufgemacht, was du auch erwähnt hattest. Aber ja, das wir ist sollten, eine andere Sache. Ich denke, wir sollten die beiden Verse da mal irgendwie zusammenkopieren und das in jede Lesung mit einbauen, die wir ab jetzt machen. Ich denke, das auch eine super Sache ist, denn dann entkräftet man dieses Argument nach dem Motto, ja, war vielleicht damals mal oder Altes Testament hat mit Neuem nichts zu tun. Nein, es ist nicht so. Das Alte Testament nimmt quasi viele Dinge des Neuen Testaments voraus. Die Prophetien im Alten Testament selber haben sich im Neuen Testament und bis in die heutige, unsere Zeit erfüllt. Ja, wer sowas glaubt, Michael, der sollte sich ganz dringend meine Videos anschauen, die in der Spielliste Luther 2017 drin sind, über die Exegese, also die Bibelauslegung von Martin Luther. Im hinteren Teil der
Videospielliste, unter anderem auch über das Buch von Luther und die Juden, habe ich da ein paar interessante Videos gemacht, die jeder sich anschauen sollte, zu dem besseren Verständnis. Luther 2017, eine schwer unterschätzte Spielliste auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es gibt da ja beispielsweise so einen Menschen, der viel Bücher schreibt. Der heißt Jan van Helsing. Auch ein Mensch aus der Esoterik-Szene und ein Mensch, der Desinformation betreibt, weil er halt einfach so, weiß ich jetzt nicht, 60-70% Wahrheit spricht und dann das andere mit völligem Unfug zusammenmixt. Also im Endeffekt kommt da nichts bei rum. Der hat nämlich mal ein Buch geschrieben, ich weiß nicht mehr welches, ich habe einige von ihm früher gelesen, also früher heißt vor 20, 25 Jahren irgendwann. Und in einem Buch sagt er auch davon, dass also der Gott des Alten Testaments nichts mit dem des Neuen Testaments zu tun hat. Eine Meinung, die ganz viele Menschen teilen, die eben dieses Bibelverständnis nicht haben. Und deswegen würden wir euch wünschen, dass ihr dieses Bibelverständnis vielleicht bekommt, eventuell sogar durch diese Lesung, dann hätte nämlich Pink Floyd sozusagen auch noch einen Sinn, wo sich die Jungs überhaupt nicht drüber klar werden, dass sie dann vielleicht auch als Negativbeispiel dienen. So, kommen wir dann mal zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, das zweite Lied, was der Mensch geschrieben hat, sprich der Mensch Syd Barrett, ja, heißt auch noch Lucifer Sam. Also, da haben wir schon genau wieder den Lucifer, der eben in der englischen Schlachterbibel in der englischen King James Bibel erwähnt wird, doberweise in den deutschen Bibeln heutzutage nicht mehr. Das hat wohl seine Gründe, weil immer dann, wenn es also wirklich richtig heiß und prickelnd wird, dann schaltet also irgendwo so der deutsche Übersetzer ab und in keiner deutschen Bibel oder in kaum einer deutschen Bibel, ich kenne jetzt nicht alle, findet man eben den Vers, die Entsprechung, dass Jesaja 14,12 Lucifer genannt ist. O Lucifer, Son of the Morning, steht es im englischen King James Bibel drin. Und das ist letzten Endes dann auch der absolute Hinweis, dass es da um Lucifer geht, wenn wir es denn nicht schon wüssten. Natürlich wissen wir das, aber es ist dumm, dass es in der deutschen Schlachterbibel nicht drin steht. Vielleicht hat ja der Jörg noch die Möglichkeit, das irgendwie so online da irgendwie jetzt hier reinzuwerfen. Worauf ich darauf hinaus will, ist, der Mensch nennt also Lucifer Sam, oder Lucifer Sam ist der zweite Titel auf der ersten EP, The Piper at the Gates of Dawn. Und Lucifer Sam ist angeblich, ich kann es nicht nachprüfen, die Katze von Syd Barrett. Warum nennt man jetzt bitteschön seine Katze Lucifer? Bestimmt nicht, weil man den Namen nicht mag, oder? Also die Katze hat ja nicht selber gesagt, du Syd, ich fände es ganz prima und dufte, wenn du mich Lucifer nennst, weil dann komme ich immer gerufen und Lucifer ist mein Lieblingsname überhaupt. Sondern der Mensch wählt ja den Namen für die Katze aus und sagt, boah ja, das ist super, Lucifer Sam, das machen wir. So, warum der Kerl jetzt Sam genannt hat, weiß ich nicht. Vielleicht gab es da mal ein Mädchen oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Aber Lucifer, da gehen die Alarmglocken an. Spätestens dann müssen die Alarmglocken angehen, wenn man sich den Refrain anguckt, also den Vers zum Mitsingen, ja. So, und da heißt es dann hier, diese Katze, that cat's something I can't explain, zu Deutsch, diese Katze ist irgendetwas, das ich überhaupt nicht erklären kann. So, dann ist jetzt die Frage, okay, geht es sich dann nur tatsächlich um seine Hauskatze oder vielleicht um etwas irgendwo anderes, weil, eine Katze kann ich immer erklären. Das ist halt einfach ein kleines Raubtier mit einem langen Schwanz, zwischen so und so viel Kilo, so und so viel groß und ist also ein Fleischesser und jagt also Mäuse, Ratten und solche ganzen Geschichten. Und unsere Katzen auch ganz, ganz gerne Vögel. So, also that cat's something I can't explain, kann ich jetzt mir so nicht aus dem Rippen schneiden, warum das jetzt seine Hauskatze irgendetwas ist, das er sich nicht erklären kann. Vielleicht hat die ja auch an seinem LSD geschnüffelt. Dann könnte ich mir das gut vorstellen. So, und Jennifer Gentle, da weiß ich jetzt nicht, wer es gewesen ist, das könnt ihr gerne mal recherchieren. You're a witch. Also, Jennifer Gentle, wenn das ein Eigenname sein sollte, du bist eine Hexe. Ja, you're the left side, he's the right side. Ja, also du bist die linke Seite, hier, er ist die rechte Seite. Es kann eine Anspielung sein auf verschiedene magische Bewegungen, speziell in England. The Order of the Left-Hand Path. Und Right-Hand Path, da geht es sich um weiße und schwarze Magie. Wäre eine Idee, wie gesagt, nichts Genaues weiß ich jetzt auch nicht. Ich stelle es einfach hier mal rein, damit man sehen kann, was es bedeuten könnte. Weil das ist letzten Endes eine Geschichte, wenn wir schon vorher sagen, guck mal, you're a witch, you're eine Hexe, dann deutet es erst ja schon auf einen ja, magischen, Anführungsstrichen, Zaubergedöns irgendwo hin. Dann ist es ja nicht mehr so weit weg, als wenn ich jetzt nur da geschrieben hätte, du bist die linke Seite, er ist die rechte Seite. Also der Bezug ist ja auf Jennifer Gentle hier gelegt, die ja angeblich eine Hexe sehr wäre. Ja, okay.
So, und dann gibt es halt noch ein paar andere Sachen, die ja drin sind, aber das mehr dazu. Also der Mensch hat also tatsächlich ein Lied gemacht auf Lucifer. So, und das war das zweite Lied. Also es war eins der ersten Ideen, die der Mensch gehabt hat und sagte, jetzt müssen wir unbedingt ein Lied über Lucifer machen oder über meine Katze Lucifer Sam, die ich eventuell dann auch irgendwo mal in Zustände gesehen habe, die ich mir nicht erklären kann. Aber gut, das wäre jetzt die Sache, wo ich erstmal schmunzeln musste und gesagt habe, ja klar, ne? Was ein Zufall. Und Zufälle gibt es nicht. Es gibt nur Dinge, die einem zufallen. Das sind alles auch Sachen, wenn man sich die Videos anguckt, die total schräg sind. Ja, es ist einfach nur ein Gestammel. Das ist halt einfach wirklich jetzt nicht so die Musik, worauf auch die Pink Floyd-Menschen abfahren würden. Wirklich etwas für Fans. Und wenn man sich die Videos zu den Sachen anguckt, wird einem übel. Bei dem nächsten Lied beispielsweise, das heißt Take Up Thy Stethoscope and Walk. Also, nimm dir dein Stethoskop und gehe. Zu Deutsch, also du liegst dann da als Patient irgendwo und die hören dich dann ab und du nimmst dein Stethoskop und gehst einfach raus. So ungefähr, das ist diese Geschichte dabei. Und ja, der Jörg konnte es jetzt nicht lassen. Ich wollte euch ja warnen vorher. Ja, also das ist wirklich nur noch ekelhaft alles, was da gemacht wird. Und das ist also jetzt tatsächlich Kunst. Unter Kunst darf ich alles verkaufen. Deswegen wird auch gerade im Satanismus und Luziferianismus unheimlich gerne mit Gemälden, mit Ausstellungen, mit Vernissagen, mit Liedern und mit Musik gearbeitet, weil dann hat man ja künstlerische Freiheit. Ja, dass da aber Sachen drunter versteckt sind, die Leute sind natürlich rein zufällig rot, hat nichts mit Blut zu tun, sind alles Mitglieder der SPD, ganz klar. Ne? Ist jetzt ein Spaß. Natürlich hat das alles damit zu tun und wenn man sich die Sachen anguckt, das sind tatsächlich Musikvideos, die ja, Kunst darstellen sollen. Ja, also da ist nichts Schönes dran, da ist nichts Lustiges dran, das ist einfach nur krank. Ja, auf solche Ideen kommt man dann, wenn man halt alles zusammen einmischt oder nicht mehr weiß, ob man jetzt, ja, egal, ich möchte jetzt keinen beleidigen, aber ist doch alles nur noch eine kranke Welt. So, ja, und in diesem Lied, Take Up Thy nimm dein Stethoskop und laufe. Da habe ich jetzt vergessen, ich gebe es zu, aber ich bin ganz flott hier, während ihr euch diese ekelhaften Gedönse da anguckt, ja. Und hol mir mal eben die Lyrics rein, ja. Denn dann sieht man dann auch schon, dass es da eine Geschichte ist, die eben nicht lustig ist und auch jetzt nicht irgendwie einen Clown beinhaltet oder so. Ihr seht ja da schon, worum es geht. Es geht ja tatsächlich um irgendeinen medizinischen Hintergrund da und das hat eben dann damit zu tun, dass man als Pink Floyd alles machen kann. Das heißt, man kann alles machen, sobald es irgendwie lustig ist und sobald es dann irgendwo ein bisschen daneben ist. Und in der Textzeile selber kommt vor die Strophe Doktor, Doktor, Gold is Lead, also Gold ist Blei, da sind wir bei den Alchemisten. Und die nächste Textzeile lautet Doktor, Doktor, Jesus bled, also Jesus blutete. Die nächste Textzeile ist Pain is Red, also Schmerz ist rot. Und die nächste Textzeile lautet Doktor, Doktor, Dark Room oder Dark Doom. Oh, Dark Doom, also dunkles Schicksal. Und dann nächste Textzeile heißt Gruel, Growl, Greasy Spoon. Oh, leider habe ich es jetzt nicht rauskopiert, aber bei Spoon müsste euch ja schon wieder der nächste Kronleuchter aufgehen. Da sind wir bei dem Gruel, Goal, Greasy Spoon. Und Gruel, Goat ist ein Hinweis auf Geister und Greasy Spoon ist halt ein schmieriger Löffel. Also da haben wir die Verbindung von LSD und der Geisterwelt dazu. Ja, also guckt euch da die Lyrics mal an, wenn ihr da Zeit für habt und ihr werdet dieses da bestätigt finden, dass ich das wirklich so vorlese, wie es jetzt hier steht. Und das ist eben kranke Scheiße. Ja, das ist kranke Scheiße, was ihr da seht. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass es irgendwie künstlerisch ist oder lustig ist oder so. Das geht halt einfach nur damit, um möglichst die Leute in irgendeiner Art und Weise jetzt da gebannt, im wahrsten Sinne des Wortes, vor der Kiste zu halten. Das ist einfach nur kranke Scheiße. So. Über dieses Video möchte ich dir mal kurz sagen, was wir gerade eben geschaut haben. Am Anfang, das sind zusammengestellt aus drei Filmen und die kenne ich alle drei. Mhm. Der erste Teil ist Reanimator. Mhm. Der zweite ist Marathon Man, wo es um den Zahnarzt geht, mit Dustin Hoffman. Mhm. Und der dritte ist der dritte Teil von Hannibal, was ja, anfing mit Silence of the Lambs. Ja, das Problem ist, die Leute setzen sich ja nicht dahin und machen diese Videos, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern die verbinden das ja damit. Ja, das heißt, wenn ich mir den Liedtext angucke, Doktor, 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 dann hat es ja erstmal den medizinischen Hintergrund. Stethoskop ist ja auch ganz klar, kommt hier im Text gar nicht vor. Aber Doktoren stehen doch für Götter in Weiß, Michael. Für Halbgötter in Weiß, genau.
Ja, und wenn da steht, Gold ist Blei und Jesus blutete und Blut ist und Schmerz ist rot und Dark Doom und dann halt dieser Bezug kommt auf Greasy Gowl, Greasy Spoon, dann könnt ihr das selber recherchieren. Da braucht ihr dann mich nicht für. Da könnt ihr dann selber gucken, was dieses Gruel Gowl, Greasy Spoon heißt. Ihr werdet darauf kommen, was es dann heißt. Ja, und darauf wollte ich jetzt mal abziehen, dass man also dann, wenn man unter LSD steht und solche Sachen schreibt und komponiert, natürlich dann auch so ein Ergebnis dabei rauskommt, weil die schreiben dann teilweise das auf, was die dann erleben bei ihren Trips. Trip ist die Reise, ja, und man kann auch als Supertramp auch ganz schön weit reisen. Und wenn man halt einfach mal irgendwo völlig abdriftet und dann high wird, dann schwebt man eben über den Dingen und dann sieht man die Sachen ganz anders. Und es gibt dann halt sogenannte Entzugserscheinungen, wenn man es dann nicht mehr macht, weil die Welt dann plötzlich wieder völlig langweilig ist und man mit beiden Beinen auf dem Boden ist, was für manche Leute dann eben nicht nur wertkonservativ, sondern auch dann erzkonservativ und stinklangweilig ist. Und als Künstler musst du natürlich dann immer auf einer Bühne stehen und bist ja dann eher höher stehend als die anderen. So, also nur mal jetzt dafür, diese ganzen Texte, die der geschrieben hat, ist also nur, ja, ist also quasi Horror. Ne? Da geht es dann so um schmierige Löffel, um Geister, um Lucifer Sam, um Hexen, ja, all so ein ganzer Mist. Ja, es hat also nichts damit zu tun, dass der jetzt Lieder geschrieben hätte und sage, ja, helft den armen Tieren, holt sie aus den Heimen, kümmert euch um eure alten Eltern, spendet Geld für ein neues, was weiß ich wo. Nee, das geht sich nur um so einen Kram. Ja, da geht sich tatsächlich nur um dunkle Dinge. Ja, um Katzen, die sich komisch verhalten, um Stethoskope und alles so ein Gedöns. Ne, also zu Deutsch, es macht dann keinen Sinn, sich da jetzt weiter mit zu beschäftigen. Deswegen habe ich das dann auch nicht getan. Ich habe es dann nur mal so der Vollständigkeit halber gemacht, weil ich mir angeguckt habe, was denn so während der Drogenphase gewesen ist. Kurz darauf haben die live in Pompeji gespielt und Pompeji ist eine Stadt, die damals mal versunken ist sozusagen, also wo ein riesen Vulkanausbruch gewesen ist, und da haben die dann in einem Stadion ganz alleine gespielt und da wurde ein Konzertmitschnitt gemacht. Pink Floyd Live in Pompeji hieß das. Da kann man dann auch dann sehen, beispielsweise in Pompeji sind auch sehr viele Leichen noch zugange. Ist eben alles kein besonders netter Platz. Also wenn ihr euch vielleicht mit euren Freunden irgendwo zusammensetzt und die Gitarre schnappt am Lagerfeuer und Hawaii-Toast esst, dann werdet ihr sicherlich nicht extra dafür nach Pompeji fahren oder dann vielleicht zum nächsten Baggersee fahren. Aber wenn man dann in so einer Stadt spielt, wo halt Tausende von Toten gewesen sind, und in dem leeren Stadion dann spielt, dann ist man dann doch schon so ein bisschen anders drauf. Ne? Ja, so viel dazu. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich dann zu der Geschichte, wo ich jetzt überhaupt drauf hinaus wollte, wenn da überhaupt noch Zeit für ist. 57 Minuten, oh nein, kann das sein? Ja! Ist muss ich auch mal lachen. Es wirklich schon so spät? Ach nee. Also wie viele Seiten haben wir jetzt geschafft? Wir sind auf Seite 3, wenn ich jetzt ein bisschen weiter scrolle, kommen wir auf Seite 4. Also das heißt, wir haben jetzt also... Jetzt weißt du mal, wie ich mich manchmal bei meinen Lesungen fühle. Das heißt, wir brauchen also ungefähr 13 bis 14 Sendungen für Pink Floyd. Nein, nicht übertreiben. Ich habe ja auch viele große Bilder reingemalt. Na gut, dann verraten wir jetzt noch nicht so viel. Dann sagen wir uns einfach, das wird jetzt mal eine kurze Folge. Dafür wird die andere vielleicht ein paar Minuten länger. Denn ich möchte jetzt nicht irgendetwas anfangen und danach eine Hälfte stecken bleiben. Wenn ihr diese ganze Lesung jetzt ein bisschen seltsam fandet, weil es halt ganz viel über englische Musik der Anfang der 80er ging oder halt jetzt über Bibelverse und über irgendwelche Drogenopfer in London, dann sei euch gesagt, das hat dann alles trotzdem was wieder mit Amanda Neal zu tun. Spätestens mit der Verbindung LSD haben wir jetzt also so, dass alles irgendwo seinen Ursprung hatte in der Mitte der 60er Jahre in London. Da haben sich also ganz viele Leute getroffen und gesagt, das wäre eine super Idee, wenn wir dann zusammen mal so Trips machen und dann verarbeiten wir das quasi in unserer Musik. Und wenn man dann halt reich und berühmt wird, dann hat sich die Geschichte ja dann auch gelohnt. Ne? Das ist zumindest für die und zumindest für dieses Leben. Das Problem ist, lasst die Finger von Drogen. Ihr holt euch da Dinge rein, die ihr nicht kontrollieren könnt, und ihr holt euch Dinge rein,
von deren Langzeitfolgen, was wir ja schon mal in Folge, muss ich aber überlegen, 6 und 7 gesagt haben, Langzeitfolgen, die ihr nicht mehr wegbekommt. Das heißt, es ist eben nicht dann, vielleicht beim Alkoholiker, dass sich die Leber wieder regeneriert, was ich jetzt nicht weiß, weil ich kein Mediziner bin. Es ist nicht so, dass ihr mit dem Rauchen quasi aufhören könnt und dann ist alles wieder so gut wie vorher. Es ist nicht so. Es sind da verschiedene Dinge, die dann bei euch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen, wenn man da einmal in dieser Geschichte drin ist, hat man unter Umständen lebenslange darunter zu leiden. Und man muss nicht alles ausprobieren, um am Anfang an schon zu wissen, dass es Müll ist. Ich muss nicht von der Klippe springen, um zu wissen, dass es dann bei 30 Metern Tiefe vielleicht für mich schlecht ausgeht. Das muss ich nicht. Ich muss auch nicht vom Schwimmbad vorm Dreier springen, ohne Wasser. Ich weiß, was da passiert. Aber ich muss das nicht alles ausprobieren, nur um zu wissen, wie weh das dann tut. Das macht keinen Sinn. Dafür sollte ich genug im Hirn haben, um zu sehen, was mit vielen Menschen, die in der Musikszene waren oder noch sind und Drogen nehmen, was mit denen passiert und was für Folgen das sind und wie viele Leute damals auch in den 60ern gestorben sind durch Drogen, durch Überdosierung, durch Zusammenmix von Medikamenten und Drogen und solchen ganzen Geschichten. Lasst den Finger von so einem Mist. Ihr werdet nicht heil davon, ihr werdet krank davon und unter Umständen todkrank davon. Das ist den Preis nicht wert. In der Bibel steht drin, dass wir unseren Nächsten so lieben sollen wie wir uns selber. Aber wenn wir uns mit so einem Müll volldröhnen, ja, dann lieben wir uns nicht selber, dann achten wir nicht den Körper, den wir bekommen haben und dann können wir auch anderen keine Hilfe sein. Und ihr, die vielleicht im Augenblick schon mal ein bisschen mit Drogen experimentiert haben, ihr wollt da vielleicht irgendwann auch noch Kinder haben. Ihr wollt da eventuell auch Kinder haben, die keine Langzeitschäden bekommen und ihr wollt auch Kinder haben, denen ihr mal was weitergeben könnt. Seid doch einfach mal so ehrlich zu euch und fragt euch mal nach, ob ihr euren Kindern da mir später mal erzählen wollt, ja, ich lag irgendwann mal breit in der Ecke und wusste dann 6 Stunden mehr nicht mehr, was ich gemacht habe. Ihr seid Vorbilder für eure Kinder. Und es reicht doch, wenn man sich einmal im Leben vielleicht betrunken hat. Man muss nicht alles mitmachen, um irgendwo beliebt zu sein. Dann hat man nämlich die falschen Freunde. Und von den ganzen Freunden, die mit solchen ganzen Sachen rumexperimentieren, da haltet euch besser fern von. Der einzige Freund, den ihr wirklich habt in dieser Welt, ist derjenige, der euch erschaffen hat. Ist nämlich der Herr Jesus Christus. Ob ihr das jetzt nun glaubt oder nicht, ich kann euch nur empfehlen, die Bibel zu lesen, denn da steht die wahre Geschichte drin. Auf dieser Grundlage mache ich die Recherche hier zusammen mit dem Jörg. Und da werden wir euch noch diese ganzen Sachen hier des Öfteren erklären. Und dann könnt ihr ja mal gucken, auch in den anderen Folgen, wenn ihr vielleicht Pink Floyd-Fans seid, dann könnt ihr euch mal reingucken bei Bob Dylan oder ihr könnt mal reingucken bei den Crossdressern oder bei Amanda Lear. Und es kommen noch viele andere Künstler, die wir da besprechen. Und es ist im Endeffekt immer dieselbe Soße, die uns aber dann irgendwie als Boygroup oder als super toller Künstler, als Transvestit oder was weiß ich mal verkauft wird. Es ist immer dieselbe Situation, dass die dunkle Seite uns versucht, das als Idol zu verkaufen, das als Vorbild zu verkaufen und sie sind es nicht. Was sie sind, sind schlechte Vorbilder. Was sie sind, sind letzten Endes absolute Egoisten, die ihr nicht haben wollt als Vorbilder für euch und eure Kinder. Und deswegen kann ich auch nur sagen, wenn ihr eure Kinder liebevoll erziehen sollt, dann solltet ihr vielleicht mal die 10 Gebote lesen, denn da steht alles drin, wo der Mensch tausende von Gesetzen für braucht. Und mit diesem Satz möchte ich erstmal weitergeben an das Schlusswort von meinem Jörg sozusagen. Ja, mit den 10 Geboten fängt ja dieses Video an. Da gibt es ja diese Kurzversion von den 10 Geboten. Ich wollte gerne noch mal kurz auf die Dinge eingehen, die du gerade eben erwähnt hast in deiner Abschlusszusammenfassung. Du hast gesagt unter anderem, dass die Leute die Finger von Drogen lassen sollten, weil diese Drogen Langzeitwirkungen haben, die man im Augenblick, wo man diese Drogen nimmt, überhaupt nicht absehen kann, was wir am Beispiel von LSD ja bereits gezeigt haben. Da konnte ich nicht umhin, um daran zu denken, wenn das Langzeitwirkungen sind, wenn es also Wirkungen sind, die man sein ganzes Leben nicht mehr los wird, das ist genau wie ein Tattoo. Drogen sind also eigentlich ein Tattoo fürs Gehirn. Das Tattoo, was ich mir draußen aufmalen lasse oder reinschnitzen lasse in meine Haut, das trage ich außerhalb meines Leibes mein ganzes Leben mit mir mit, normalerweise. Es gibt heutzutage Manieren, um das wieder einigermaßen wegzubekommen, aber ich tue meinem Körper da sicherlich nichts Gutes mit. Mit Drogen ist das also genauso. Diese psychedelischen Drogen, diese verstanderweiternden Drogen wie LSD und Crystal Meth und wie das alles heißt, hinterlassen Narben in eurem Gehirn. So wie Tattoos, die von außen auf den Körper aufgetragen werden, Narben auf eurem Körper hinterlassen, wenn man sie wieder wegmacht. Wenn man sie nicht wegmacht, dann bleiben sie eben sichtbar da.
Wenn man Drogen ein ganzes Leben nimmt, dann bleibt man die ganze Zeit unter dem Einfluss dieser Drogen. Weiterhin hast du gesagt, diese Drogen machen euch high. Richtig, aber im Endeffekt tun sie genau das Gegenteil. Sie holen euch runter. Man kommt dadurch nämlich in die untersten Gesellschaftsschichten, eben gerade wie Michael während der Sendung schon gesagt hat, dass eben diese ganzen Drogen ja von Leuten gebraucht wurden, die eben alles im Überfluss und im Überdruss haben. Ja? Künstler, Reichgeborene, die mit einem silbernen Löffel geborenen Leute, die eben dann diese Drogen genommen haben und viele davon sind abgestürzt. Also der Trip, die Reise mag dann vielleicht in eine Höhe gehen, aber auf lange Dauer führt diese Reise in den Abgrund. Drogen bringen euch runter, nicht hoch. Der kurze Trip bringt euch hoch, aber auf lange Sicht geht ihr runter. Wer schon mal an der Börse spekuliert hat, der weiß, dass es da immer diese schönen Kurven gibt von den Aktien, wie die sich entwickeln. Und da weiß man, dass selbst eine Kurve, die von ganz oben anfängt, nach unten geht, dass die zwischendurch immer wieder mal hochgeht. So müsst ihr euch den Drogenkonsum vorstellen und die Auswirkungen auf euer Leben. Und da wir im Antichristensystem leben, wo wir ja auch mal eben kurz drüber sprechen wollen, aus dem einfachen Grunde, in dem Antichristensystem sprechen wollen, weil die futuristische Lehre des Antichristen eine Lüge ist. Der Antichrist ist schon lange, lange bei uns. Nach der römisch-katholischen Kirche haben wir heute, glaube ich, den 266. Papst. Jeder Papst war der Antichrist, jeder Papst, der war der Antichrist, jeder Papst, der ist der Antichrist und jeder Papst, der wird der Antichrist sein. Das ist in der Offenbarung so beschrieben, das ist bei Paulus so beschrieben, das ist bei Daniel so beschrieben. Das Büro des Antichristen, das Amt des Antichristen ist ein Amt, das Amt des Papsttums der römisch-katholischen Kirche. Und aus der römisch-katholischen satanischen Kirche kommt immer nur eine 180 Grad entgegengesetzte Lehre der Bibel. Und wenn die Bibel euch sagt, das und das und das sollt ihr nicht tun, dann sagt der Teufel, in Person des Papstes, der ja der Stellvertreter Christi auf Erden ist, des Christus der römisch-katholischen Kirche, und der Christus der römisch-katholischen Kirche ist Tammuz, und Tammuz ist ein anderes Wort für Satan, dann sagt der euch genau das Gegenteil. Und die verkaufen euch gut für böse und böse für gut. Und messt eben immer alles an der Bibel, wie die Beröer. Ich habe in den letzten Sendungen öfter gesagt, Kapitel 17 von Apostelgeschichte. Ich meine, ich habe mich damit vertan, und es müsste Kapitel 11, Vers 17 sein, nicht 17, Vers 11. Schaut es nach, ich habe jetzt keine Lust, das nachzuschlagen, aber die Beröer werden an einer Stelle in dem Buch der Apostelgeschichte erwähnt und sie messen alles in dieser Welt an der Bibel. Tut das auch. Lest eure Bibel und vergleicht die Dinge, die euch in dieser Welt erzählt werden, mit dem Wort Gottes. Und dann könnt ihr eure eigenen Schlüsse daraus ziehen. So, das war mein Schlusswort und jetzt gebe ich natürlich Michael gerne noch zum Abschluss die letzten. Ja, ich sage jetzt einfach nur mal im Refrain jetzt hier, lest eure Bibel. Maranatha.
hide their counsel from the Lord.